Irgendwann ist man dann natürlich fertig mit seinem Video. Bei mir schaut es jetzt natürlich nach sehr wenig aus. Ich habe ein Video eingefügt, da hinten sind noch zwei Bilder zu erkennen. Wenn ich ein Zoom-Machen täte, würde man die genauer erkennen. Können wir mal kurz machen. Da hinten sind dann die Bilder noch irgendwo eingestellt. Hier sieht man es. Ich habe Übergänge drin, ich habe Effekte drin und ich habe sogar eine Tonspur von Audacity eingefügt. Bei euch wird das natürlich deutlich umständlicher sein, ja? Wenn das alles beieinander ist, dann kann ich anschließend das Video zusammenpacken. Denn bisher läuft es ja eigentlich nur als Projekt. Ich habe hier unten alles Mögliche reingezogen und es ist kein fertiger Film. Ich will ja am Schluss das alles zu einem Film zusammenpacken. Dafür gehe ich auf Datei, Film, veröffentlichen. Dann fragt er schon, auf diesem Computer oder auf E-Mail, digitale Videokamera, natürlich wollen wir Film zur Wiedergabe auf dem Computer veröffentlichen. Wir wollen zunächst mal keinen DVD-Player, wir brauchen keine E-Mail-Anhänge oder so weiter, sondern es soll auf dem Computer zu sehen sein. Dann gehen wir auf OK. Anschließend müssen wir dem Film den Namen geben und wir müssen natürlich hier auf Durchsuchen klicken und uns irgendwo eine Datei oder einen Ordner anlegen, da wo wir das Video dann hinhaben wollen. Wenn wir dann wieder auf OK klicken, fragt er uns hier noch, was für eine Qualität mein Video haben soll. Optimale Qualität zur Wiedergabe auf eigenem Computer. Das wird empfohlen und so ist auch die bestmögliche Qualität. Allerdings muss man hier ein bisschen rumexperimentieren. Wenn man natürlich ganz viel in sein Video reingepackt hat, dann kann optimale Qualität bedeuten, dass ein Video 500 Megabyte hat. Und wer läuft gern mit einem halben Gigabyte auf einer SD-Karte oder sonst wo rum? Das sind unglaubliche Datenmengen. Deswegen gibt es die Möglichkeit, weitere Einstellungen. Und hier kann man dann die Qualität etwas mindern. Da muss man dann mal ausprobieren. Wenn ich zum Beispiel hier draufklicke, würde es jetzt 230 Megabyte bedeuten. Würde ich Windows-tragbares Gerät machen, 34,17. Klar, jede Datei, die weniger Megabyte hat, hat auch weniger Qualität. Also ich versuche jetzt nicht um jeden Preis die MB-Anzahl zu drücken, sondern ich versuche irgendwie einen Mittelweg zu finden. Eine kleine Datei und trotzdem ein einigermaßen gutes Video. Wenn ich dann auf Veröffentlichen klicke, dann geht's los. Dann wird die Restdauer geschätzt, dann wird das Ganze konvertiert und veröffentlicht und am Ende der Zeit habe ich dann eben ein fertiges Video, das ich mir dann wieder in meinem Ordner anschauen kann und dann zum Beispiel bei Vimeo oder bei YouTube hochladen kann.